Guten Tag, mein Name ist Simon Kemken, ich bin Produkt- und Pflanzenbautrainer bei der Firma Lemken und stelle heute die Feldeinstellung des iSealer-Kamerasystems vor für die Stick-Dehack-Technik. Die sind trotz Terminal, trotz Technik im Grunde genommen ganz einfach und nahezu selbsterklärend. Wenn man das Terminal sieht, hat man im Terminal einmal die Bedieneransicht. Das ist das ganze System hier. Die Bedieneransicht ist für die Feldeinstellung oder für die Arbeit auf dem Feld ausreichend. Möchten wir Kulturen einlegen, gehen wir hier auf das Zahnrad und kommen ins Einstellungsmenü. Dazu kommen wir gleich später. Im Infomenü werden auf der rechten Seite die Spannung, die Bilder pro Sekunde und die Zähler, die Hektarzähler, Geschwindigkeitszähler und Kilometerzähler angezeigt. Auf der linken Seite werden alle Fehler aufgezählt, die in Verbindung mit dem Kamerasystem stehen. Hier unten wird das Terminal ein- und ausgeschaltet. Möchten wir von der Kamera lenken lassen, möchten wir das IC-Light-System lenken lassen, müssen wir dies vorher aktivieren. Das geht hier auf dem Auto-Button. Das Feld daneben ist eine 1:1 Darstellung des Parallelverschieberrahmens, den wir hier haben. Bewegt sich der Parallelverschieberrahmen draußen, bewegt sich die Anzeige hier im Feld. Wenn man auf dem Vorgewende ist und ausgehoben wird und der Auszugsensor hier bedämpft wird, wird das angezeigt, hier unten links im Feld, wie Sie gerade gesehen haben, und der Rahmen zentriert sich hier zur Mitte hin. Die Qualität gibt an, wie gut die Reihenerkennung ist, wie symmetrisch das Kamerabild ist, das sehen wir gleich, Vorfahrtsgeschwindigkeit und zu guter Letzt hier links außen der Statusindikator. Der Statusindikator gibt an, wenn Fehler auftreten und wenn das System hier mit dem Häkchen dargestellt zur Lenkung bereit ist. Gehen wir zurück zur Bedieneransicht oder zur Arbeitsansicht. Hier haben wir zwei Kameras dargestellt. Einmal das Digitalbild und wenn wir draufklicken, das Livebild. Das Livebild ist ja schön zur Einstellung. Wie man hier sieht, ist die Reihenerkennung, die Pflanzenreihe direkt gut zu erkennen. Wenn wir zwei Kameras haben, ist immer die Kamera im großen Feld die aktive, das heißt die lenkende Kamera. Möchten wir zur anderen Kamera wechseln, so hier von Kamera A zu Kamera B, müssen wir auf das kleine Feld klicken. Das kleine Feld wird groß und automatisch übernimmt Kamera B die Reihenführung. Zu guter Letzt hier ganz oben haben wir einmal den Grünmodus. Im Grünmodus werden alle Pflanzen, die grün sind und in einer Reihe sind, zur Reihenerkennung herangezogen. Haben wir rote Pflanzen oder blaue Pflanzen oder andersfarbige Pflanzen, die gehackt werden sollen, können wir zum Farbmodus wechseln. Und im Farbmodus werden alle Pflanzenfarben, die auf den RGB-Pflanzen beruhen, zur Reihenerkennung herangezogen. Kommen wir nun zu den Feldeinstellungen, die wir machen müssen. Dann gehen wir hier aufs Zahnrad. Es geht die Seite auf der wir Kulturen hinterlegen können. Standardwerte von Kulturen, die wir haben. Wenn die Rüben in einem Jahr auf 45 gelegt worden sind, dann sind die in der Regel im nächsten Jahr auch auf 45 gelegt. Beim Mais, wenn der auf 75 steht, bleibt der auch auf 75. Möchten wir bestehende Werte, bestehende Kulturen, die wir angelegt haben, verändern, können wir auf den Stift gehen. Dann können wir bereits vorhandene, bereits getätigte Einstellungen bearbeiten. Möchten wir neue Kulturen anlegen, drücken wir hier auf Plus. Die Tastatur geht auf und wir müssen der Kultur einen Namen geben. Wir fangen mit der ersten Kultur an, die nennen wir einfach Grün. Grün 1. Speichern und werden dann automatisch durchs Menü geführt. Das heißt Step by Step, wir können nichts vergessen in der Einstellung. Was das Wichtigste im Vorfeld ist, ist, wir brauchen einen Zollstock und wir müssen ein paar Regeln zur Kameraeinstellung wissen. Ist die Kamera, wie hier jetzt im Bild, auf der Reihe angebaut, auf der Pflanzenreihe, kann sie 1, 3 oder 5 Reihen sehen. Ist die Kamera zwischen der Pflanzenreihe angebaut, kann sie 2 oder 4 Reihen sehen. Weil wir keine Basiswerte haben, das heißt, wir haben keine Werte, dass wenn die Kultur 40 cm USB die Kamera 70 cm bei 30 Grad hochstellen, haben wir so ein paar Regeln aufgestellt, die sind. Haben wir große Pflanzen, muss die Kamera hoch aufgehängt werden. Haben wir kleine Pflanzen, muss die Kamera niedrig aufgehängt werden. Haben wir große Pflanzen, haben wir einen kleinen Winkel, damit die Kamera durch die Reihe durchsehen kann und noch den Kontrast zum Boden bilden kann. Haben wir kleine Pflanzen, müssen wir einen großen Winkel wählen, damit die Kamera weit nach vorne gucken kann und die Symmetrie der Reihe erkennt, um so den Mittelpunkt zu finden. Wir fangen an mit dem ersten Menüpunkt hier. Bei unserer Kultur Grün 1. In diesem Fall hier ist die Kamera auf der Reihe angebaut. Das heißt, sie kann eine Reihe erkennen, dann wird hier eine dargestellt. Oder drei Reihen.
Haben wir mehr als eine Reihe, ist automatisch der Reihenabstand interessant. Muss dann eingegeben werden. Deswegen muss der einmal gemessen werden, wenn dieser unbekannt ist. Wir können natürlich nicht nur die Einzelreihe erkennen, sondern auch Doppelreihen. Das heißt, auch die Delta Row ist möglich. Haben wir eine Doppelreihe oder eine Delta Row, können wir hier wählen, dass zwei Reihen beobachtet werden, also die Doppelreihe beobachtet wird, und auch dann muss hier der Reihenabstand eingegeben werden. In unserem Beispiel hier haben wir aber nur eine Reihe. Das heißt, eine Reihe soll beobachtet werden. Wir gehen über den Pfeil zum nächsten Menüpunkt. Hier wird die Kamerahöhe und der Kamerawinkel nachgefragt. Und als kleiner Tipp, die Symbole geben immer genau das an, was gemacht werden soll. Bei der Kamerahöhe müssen wir uns einmal die Regeln in Erinnerung rufen. Kleine Pflanzen, niedrige Kamerahöhe, große Pflanzen, hohe Kamerahöhe. Wir haben hier in diesem Fall hier bei uns, hätten wir noch relativ kleine Kulturen. Deswegen fangen wir einfach mal mit einer niedrigeren Kamerahöhe an. Wie sich das alles auswirkt, wird nachher in der Qualität dargestellt. Wir messen, wie das Symbol schon zeigt, von Unterkante Halter bis Oberkante Pflanze. Wir haben in unserem Fall hier ca. 58 cm. Weil die Pflanzen nicht alle immer gleich groß sind, nehmen wir den Durchschnitt davon. Also wenn wir Schwankungen haben von 55 bis 65, würden wir 60 nehmen, können wir in unserem Beispiel hier auch machen. Der nächste Punkt, der Kamerawinkel. Und auch hier, wir sind noch bei relativ kleineren Pflanzen, auch wenn wir jetzt hier einen relativ dichten Bestand schon haben, eine dichte, eine gut zu erkennende Reihe, wählen wir einen etwas größeren Winkel. Bei der Skala haben wir die Möglichkeit von 0 bis 40 Grad. Wir tasten uns mal ran und nehmen ungefähr die Mitte, sagen wir 25 Grad ungefähr. Ja? Die geben wir dann hier ein. Wichtig ist auch noch, wenn wir zwei Kameras haben, müssen wir die Kameraeinstellung für Kamera A und für Kamera B separat machen. Wir können Kamera A und Kamera B gleich einstellen. Wir können die aber auch vollkommen unterschiedlich einstellen und sehen nachher in der Bedieneransicht auf der ersten Seite, wie sich das hinsichtlich der Qualität auswirkt. Gehen wir weiter. Stellen wir Kamera B genauso ein. 60 cm und 25 Grad. Der nächste Punkt ist das Offset. Offset wäre der manuelle Versatz. Wir gehen ja davon aus, dass die Kamera mittig auf der Reihe angebaut ist. Das würde bedeuten, dass wir bei der gleichen Einstellung aller Werkzeuge zueinander, der gleichen Anordnung der Elemente zueinander, der Bearbeitungsstreifen, sprich das Band, was übrig bleibt, auf der linken Seite genauso groß ist wie auf der rechten Seite. Ist das nicht der Fall, müssen wir die Kameraposition virtuell verschieben. Bei den Basis- oder bei den Standard-, bei den Starteinstellungen gehen wir immer davon aus, dass wir das Offset bei 0 lassen. Der letzte Punkt, der letzte Menüpunkt hier, wäre der Abstand von der Kamera bis zum Werkzeug, das am nächsten an der Reihe ist. Das wäre bei symmetrischer Werkzeuganordnung ist das ganz einfach. Wir messen einfach von der Kamera, vom Halter der Kamera bis zum Werkzeug, das am nächsten an der Reihe ist, tragen den Wert oben rein. Haben wir eine asymmetrische Werkzeuganordnung, das heißt, hier ist ein Werkzeug, da ist ein Werkzeug eben im Dreiecksverband, dann nehmen wir auch hier den Durchschnitt. In unserem Fall wären das hier die 105 cm. Dann sind wir mit den Einstellungen auch schon fertig. Resetten den Fehler im Infomenü. Und gehen zurück auf die Startseite. Auf der Startseite haben wir noch den Menüpunkt Pflanzengröße. Die Pflanzengröße ist wichtig, damit die Kamera die Reihenmitte gut erkennt. Das heißt, die blaue Linie gut auf die grüne Pflanzenmitte erkennen kann. Weichen wir mit der Pflanzengröße zu stark nach unten oder zu stark nach oben ab, kann die Reihenmitte nicht gefunden werden, weil alles, was 30% kleiner ist und 100% oder 100% größer als der voreingestellte wird, wird als Unkraut ausgewiesen und nicht zur Erkennung der Reihenmitte herangezogen. Nehmen wir wieder unseren Zollstock und messen den Durchschnitt der Pflanzengröße. Wir haben hier ungefähr 20, 12, hier ist wieder eine mit 13, also nehmen wir ungefähr, sagen wir, wir nehmen 16 cm, dann haben wir ungefähr den Durchschnitt.
Zu guter Letzt habe ich ja gerade schon von der Qualität gesprochen. Hier unten wird die Qualität ausgeglichen. Das heißt, wie gut kann die Reihenmitte erkannt werden? Wie gut wird die blaue Linie auf die Mitte der Reihe gelegt? Wie symmetrisch ist mein Bestand? Wir haben hier eine Qualität von 90%. Das ist vollkommen ausreichend für ein gutes Hackergebnis. Es heißt nicht, dass das Hackergebnis schlechter ist, wenn wir unterhalb der 90% ist. Man kann auch mit 50% oder mit 20% ein gutes Hackergebnis erzielen. Abhängig ist das immer von der Symmetrie des Pflanzenbestandes und von der Größe der Pflanzen, die wir haben. Sind die alle relativ gleich groß? Sind die Abstände gleich? Ist die Reihe gut zu erkennen? Haben wir eine hohe Qualität? Möchten wir die Einstellung vielleicht noch etwas verbessern? Können wir in Kamerahöhe und Kamerawinkel hier etwas arbeiten, müssen das auch im Einstellungsmenü natürlich verändern und können dann sehen, ob sich das auf die Qualität positiv oder negativ auswirkt. So, wir haben die Kameraeinstellungen gemacht. Wir sind im Arbeitsfeld in der Bedienermaske. Jetzt müssen wir noch die Lenkung aktivieren. Vorher. Sind wir am Vorgewende angekommen und heben das Gerät aus. Erscheint hier unten das Aushubsymbol und die Hacke bewegt sich automatisch in Mittelposition. Das heißt, hier wird eine Null angezeigt. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir nicht nur grüne Pflanzen haben, sondern auch andersfarbige Pflanzen, sprich roten Salat oder gelbe Sonnenblumen. Wir haben das hier mal ein kleines Beispiel vorbereitet, und zwar in unserem Fall hier rote Rosen oder blaue Lemkenpflanzen. Die Einstellung, Kamerahöhe, Kamerawinkel, Offset, Abstand von der Kamera zum Werkzeug, das am nächsten an der Reihe sind, werden nach den gleichen Regeln gemacht. Der einzige Unterschied, den man hat bei Pflanzenfarben, die nicht grün sind, oder allen Pflanzenfarben, die auf den RGB-Farben beruhen, ist, wir müssen einmal wechseln vom Grünmodus zum Farbmodus. Wir haben hier die Pflanzenreihe dargestellt. Wir fahren die Hacke auf die Pflanzenreihe. Eventuell müssen wir mit den Positionstasten die etwas korrigieren. Aktivieren die Learn-Taste, warten einige Sekunden und deaktivieren die Learn-Taste wieder. Dann ist die Pflanzenfarbe gelernt und es kann gehackt werden.